Just 20 years old and already one of the most sought-after players in the Bundesliga, Bayer Leverkusen's Julian Brandt is wanted by Real Madrid, Bayern Munich and Liverpool. The question is, why do these top clubs want him? In den Medien in Deutschland heißt es, Julian Brandt ist der große Offensivtalent. Mhm. Aber was heißt es für dich, wenn du hörst, oh, Talent, wenn du an dich denkst, was für Fähigkeiten hast du? Ja, ich mag solche Fragen überhaupt nicht, weil ich das sehr, also ich beantworte solche Fragen sehr, sehr ungern, weil ich mag es nicht so gerne, über meine Stärken zu sprechen. Weiß nicht warum, keine Ahnung, ich spreche lieber eigentlich über meine Schwächen, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich über meine Stärken spreche, dann schwärme ich quasi so über mich selbst und in dieser Rolle fühle ich mich nicht so wohl. Grundsätzlich, klar, weiß nicht, also meine Größe habe ich noch eine relativ solide Sprintstärke, sag ich mal, also ein solides Tempo. Ja, ich glaube, wo würde ich noch meine Stärken beschreiben? Ich glaube, so in Ballbehandlung und so fühle ich mich auch relativ sicher. Aber wie gesagt, klar, neben den ganzen Stärken, da gibt es bestimmt noch ein, zwei mehr, die ganz gut, was ganz gut bei mir funktioniert, gibt es aber auch die eine oder andere Schwäche, die ich noch habe. Und was für Schwächen dann, wenn du es gerne oder lieber besprechen willst? Ja, ich bin jetzt nicht der größte Balleroberer, also jetzt viele Zweikämpfe gewinnen tue ich jetzt nicht pro Spiel. Klar gebe ich mein Bestes, aber ja, das war noch nie so richtig meine Stärke. Ja, ich würde mir wünschen, ja, schon noch öfter Kopfballtore zu machen. Und ich glaube einfach, dass momentan bei mir ist halt so ein, ich weiß nicht, ob das genau eine Schwäche ist, aber es ist halt bei mir so ein Ding, was sich halt ein bisschen durch die Saison zieht, ist, dass ich momentan dieses Situative oder aus der Situation her, um auch mal zum Abschluss zu kommen, das ist bei mir momentan echt schwierig, weil ich dann immer andere Sachen im Kopf habe und noch ins Dribbling will oder noch mal passen will. Und das ist für mich momentan so ein Manko, wo ich mir selbst sage, das muss ich auf jeden Fall ändern. Dein Vater hat irgendwann mal gesagt, was man im Leben braucht, kann man alles in der Familie abdecken. Was ist das Wichtigste, das du von ihm gelernt hast? Bodenständigkeit. Bodenständigkeit, glaube ich, so. Ja, weil er sagt halt, dass es verändert sich viel mit dem Leben als Profifußballer. Du musst auf viele Sachen Acht geben. Du musst nicht von jedem Menschen der beste Freund sein, aber einfach höflich und eine nette Ausstrahlung zu haben, reicht schon. Er sagt halt gerne so, mehr öffentliche Sachen du preisgibst, desto mehr Angriffsfläche bietest du auch. Und es ist besser, wenn du einfach dich eher so auf dem Platz deine Leistung zeigst und medial oder was halt deine Privatsphäre angeht, hältst du dich einfach bedeckt, weil dann, das geht die Leute halt auch im Großen und Ganzen nichts an. Deswegen hast du kein Facebook? Ja, Facebook ist nicht so meins. Ich weiß nicht warum, aber ich halte mich so ein bisschen aus diesen ganzen medialen Plattformen so ein bisschen raus und ich kann mich gut selber einschätzen. Ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt 24 Stunden auf Facebook rumgurkt und da irgendwelche Fotos macht und da hochlädt und immer Dienstag, oh scheiße, ich habe jetzt vor zwei Tagen erst ein Bild hochgeladen, jetzt muss ich wieder eins hochladen, damit meine Fans ja zufrieden sind. So, da denke ich mir, so ein Scheiß mache ich mir keine Gedanken. Wie ist es im Vergleich zum anderen Spielern, wenn du siehst, ich bin bodenständig und vielleicht anderen Spielern nicht so, ist es schwierig? Ja, es ist schwierig. Also es gibt ja sehr, sehr viele Spieler, die einen viel, viel größeren Hype noch haben als ich jetzt zum Beispiel. So. Und ich finde das nicht einfach. Also, weil wenn du jedes Mal auf die Straße läufst und jeder Mensch erzählt dir, was für ein toller Spieler du bist, ein geiler Typ du bist, alle jubeln dich quasi an und dieses Gefühl, das ist nicht einfach, dann normal zu bleiben, weil du irgendwann glaubst du denen ja, also das muss ja nicht mal stimmen, was sie dir erzählen, aber irgendwann glaubst du das ja. Und wenn du dann halt keinen Rückhalt hast wie deine Familie oder gute Freunde und die erzählen dir das am besten auch noch und das große Geld kommt, so, dann ist das, also ich finde, das ist keine einfache Aufgabe, vor allem wenn du noch ein junger Spieler bist. So. Für mich ist kein Spieler arrogant, der ein schnelles Auto fährt, so, weil das sind einfach so, das würde jeder Mensch machen, wenn er viel Geld hätte. Aber es geht einfach darum, dann nicht zu prahlen mit solchen Sachen. Julian Brandt is a family man. Down to earth and reflective. His talent on the pitch is why the top clubs want him, but his character should be the real reason.